Tag, meine Lieben. Es ist soweit. Heute wildere ich auf fremdem Terrain und heiße euch in Hanau willkommen. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass ich zum Jahreswechsel ein Quiz veranstaltet und dem Gewinner einen Film zu einem Thema seiner Wahl versprochen hatte. Der Sieger Fabian hatte sich Hanau gewünscht und nun ist es höchste Zeit, meinen Worten Taten folgen zu lassen. Und weil es über Hanau und Umgebung viel zu berichten gibt, stürzen wir uns ohne Umschweife ins Geschehen. Das annähernd 100.000 Einwohner zählende Hanau dürften viele Fernverkehrsreisende allenfalls vom Durchfahren kennen. Je nach Richtung bereitet man sich auf den Ausstieg in Frankfurt vor oder wendet mit Verlassen des malerischsten Teils des Rhein-Main-Gebiets endlich wieder den Blick vom Fenster aufs Handy. Bei genauerer Betrachtung ist Hanau jedoch deutlich mehr als ein Anhängsel von Manhattan. Und zwar ein überaus interessantes Eisenbahnkreuz, das mir natürlich auch vorher schon ein Begriff war. Aus einem dortigen Schreibwarenladen stammt nämlich dieser Kugelschreiber, den mir einst eine Hanauerin schenkte, mit der ich das Bürgerfest auf den Mainwiesen beim Schloss Philippsruhe besucht hatte. Das erste Gleis tauchte in Hanau 1848 beim Bau der nördlich des Mains verlaufenden Strecke über Frankfurt Ost und Mainkur auf, errichtet von der Frankfurt-Hanauer Eisenbahngesellschaft. Der Hanauer Urbahnhof lag innenstadtnah im Bereich der heutigen Station Hanau West. 1854 verlängerte die FHE ihren Schienenstrang nach Aschaffenburg, wo die bayerische Ludwigs-Westbahn durch den Spessart nach Würzburg und Bamberg anschloss. Zu einem Eisenbahnknötchen wurde Hanau 1867, als die königlich-preußischen Staatseisenbahnen ihre Strecke nach Wächtersbach eröffneten, die sie 1868 bis Fulda fortsetzten und 1873 südlich des Mains über Mülheim und Offenbach nach Frankfurt rückverlängerten. Hanau und Frankfurt waren fortan mit zwei Bahnlinien verbunden, die sich westlich des Bahnhofs Hanau-Ost kreuzten. Dieser erhielt ein imposantes Empfangsgebäude in Insellage, wobei die Strecke nach Fulda auf der Nord, die nach Aschaffenburg auf der Südseite zu liegen kam. Und die Bahnbauer blieben fleißig. 1879 ging es auf preußischen Staatsbahnschienen zunächst bis ins heutige Niederau, 1881 weiter nach Friedberg. Diese Strecke wurde, obwohl von Nordwesten kommend, östlich um die Hanauer City geführt und zwischen die Fuldaer und Aschaffenburger Gleise gezwängt. Auch die hessische Ludwigseisenbahngesellschaft wollte noch mitspielen und eröffnete 1882 ihre Verbindung nach Babenhausen, von wo es über Wiebelsbach in den Odenwald und hinunter nach Eberbach im Neckartal ging. Damit war das Eisenbahnnetz rund um Hanau im Wesentlichen so gesponnen, wie es sich heute präsentiert. Hinzu kam 1919 die Kurve Rauschwald-Großkrotzenburg, die Fahrten in der für den überregionalen Güterverkehr bedeutsamen Relation Friedberg-Aschaffenburg ermöglichte. Ihr folgte 1922 der 700 Meter lange Schnippel Wolfgang-Rauschwald, über den Züge von Fulda in Richtung Aschaffenburg und auf die Südseite des Ostbahnhofs gelangen konnten, der sich 1927 zum Hauptbahnhof aufschwang. Dessen Empfangsgebäude erlitt im Zweiten Weltkrieg schwere Bombentreffer und wurde nur notdürftig instand gesetzt. Nach seinem Abriss bekam Hanau 1966 ein neues Empfangsgebäude auf der Stadtseite, also nördlich der Gleisanlagen. Mag der Glaskasten auch nicht viel hermachen, einladender als dieses düstere Loch des Südeingangs ist er allemal. Die historisch bedingte Unterteilung in Nord- und Südseite blieb bestehen. Anstelle des ursprünglichen Empfangsgebäudes bildet heute dieser wenig repräsentative Schuppen die optische Trennung zwischen beiden Bahnhofsteilen. Die moderne Eisenbahn in Form elektrischer Lokomotiven erreichte Hanau 1957 auf der Verbindung Aschaffenburg-Frankfurt. 1960 ging die Oberleitung nach Friedberg unter Spannung und seit 1961 ist auch die Kinzigtalbahn nach Fulda verdrahtet. 1995 gab es den bislang letzten Meilenstein zu bejubeln, als Hanau mit Eröffnung der Strecke über Mülheim und durch den Offenbacher Citytunnel nach Frankfurt-Mühlberg den lang ersehnten S-Bahn-Anschluss feierte. Ja, das war ein schneller Streifzug durch die Hanauer Eisenbahngeschichte.
Jetzt beschäftigen wir uns eingehender mit der Infrastruktur des Hauptbahnhofs. Aufgrund der engen Verzahnung der betroffenen Strecken müssen wir ein wenig zwischen Nord- und Südseite hin und her springen und außerdem die Bahnhofsteile Hanau-West und Mainbrücke berücksichtigen. Der Betrieb auf der Nordseite im Verlauf der Strecke Frankfurt-Fulda ist geprägt durch gefühlt im Minutentakt auftauchende Intercity-Expresse, von denen die wenigsten in Hanau halten, nämlich nur die jeweils zweistündlich verkehrenden Linien 12 und 13 von Berlin nach Frankfurt Flughafen bzw. in die Schweiz. Hinzu kommen einzelne Stopps anderer Linien in Tagesrandlagen. Die Mehrzahl der die Nordseite berührenden Züge nutzt die durchgehenden Hauptgleise 6 und 7. Aufgrund der engen Bogenradien sowohl an der Mainbrücke im Westkopf als auch auf der Ostseite ist die Durchfahrgeschwindigkeit abschnittsweise auf 100 km/h begrenzt. Neben ICEs sind auf der Nordseite DB Regio mit dem RE50 und der RB51 von Frankfurt nach Fulda bzw. Wächtersbach sowie die Hessische Landesbahn mit den jeweils in Gleis 5 wendenden Kurzläufern der RB58 nach Frankfurt Hauptbahnhof und dem RE59 zum Frankfurter Flughafen vertreten. In Zusammenhang mit dem S-Bahnbau wurden nicht nur die bestehenden Bahnsteige an den Gleisen 5 bis 7 renoviert, sondern auch ein zusätzlicher zwischen Gleis 1 und 2 errichtet, an dem halbstündlich die S9 nach Wiesbaden startet, die im Berufsverkehr durch die S8 zum Viertelstundentakt verdichtet ist. Ebenfalls pünktlich zur Aufnahme des S-Bahn-Betriebs erhielt die Nordseite 1995 ein elektronisches Stellwerk, das südlich der Südseite steht. Wie es sich für ein ESTW aus den frühen 90ern gehört, steuert es Signale des HV-Systems. Seit 2006 sitzen die zuständigen Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale Frankfurt. Die Südseite wartet mit einem Haus- und zwei Mittelbahnsteigen auf. Letztere wurden in jüngster Vergangenheit komplett neu errichtet. Und so sieht ein Bahnsteig an seinem ersten Betriebstag aus. In diesem Fall jener zwischen den nur in jeweils einer Richtung nutzbaren durchgehenden Hauptgleisen 102 und 103. Auf der Südseite tummelt sich neben der stündlich durchfahrenden ICE-Linie 41 Essen-München sowie der zweistündlich haltenden Linie 91 Dortmund-Wien vor allem der Nahverkehr. DB Regio mit den RE 54 und 55 zwischen Frankfurt und Bamberg respektive Würzburg sowie der RB 56 nach Schöllkrippen. Die Hessische Landesbahn mit der RB 58 von Rüsselsheim-Opelwerk nach Laufach und die Vias mit dem RE 85 und der RB 86 nach Großumstadt-Wiebelsbach. Ah, und fast hätte ich's vergessen, die grünen Züge der Flixtrain GmbH sind sowohl auf der Nord- als auch der Südseite zu bewundern. Wegen des sich stündlich ändernden Angebots verzichte ich auf Ausführungen zu Laufwegen und so weiter. Die von DB Regio betriebene RB 49 nach Friedberg und Gießen nutzt das Stumpfgleis 9, das sich einen Bahnsteig mit Gleis 7 teilt und somit scheinbar zur Nordseite, tatsächlich jedoch zur Südseite zählt. Erkennbar unter anderem an diesem verräterischen Hauptsperrsignal. Auf der Südseite ist nämlich bis heute elektromechanische Leit- und Sicherungstechnik aus den Jahren 1954 bis 57 im Einsatz. Bedient vom Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk HAF und seinen Wärtern auf HS, HP und HO. Vor der ESTW in Betriebnahme existierten ferner die Stellwerke HNF und HG auf der Nordseite sowie WF in Hanau-West. In grauer Vorzeit außerdem HL im Bereich des Bahnbetriebswerks. Die Südseite ist mit Formsignalen ausgestattet. Ausnahmen bilden das Einfahrsignal M aus Richtung Babenhausen und die zum Rangieren erforderlichen Sperrsignale im Ostkopf, die als Lichtsignale ausgeführt sind. Hier braten die Spiegeleier in der Sonne, wobei alle Formvorsignale in der Ausfahrt Richtung Frankfurt die zum ESTW gehörenden Lichthauptsignale in Hanau-West und Mainbrücke ankündigen. Das örtliche Güteraufkommen konzentriert sich auf die Südseite. Zum einen findet Holzverladung statt, zum anderen ist im östlichen Bereich die Hanauer Hafenbahn angebunden, deren Verkehrsaufkommen sich mit zwei Worten zusammenfassen lässt. Kali und Kessel. An der Infrastrukturgrenze zwischen Deutscher Bahn AG und Hanau Hafen GmbH ist die gute alte Bundesbahn auch 28 Jahre nach ihrem Ableben ebenso lebendig wie der Betrieb auf den Hafenbahngleisen, der an 7 Tagen die Woche läuft.
Eine Spezialität der Hafenbahn sind die Blinklichtanlagen mit den seltenen liegenden Andreaskreuzen. Zurück in den Hauptbahnhof. Die vielfältig verknüpften Strecken bieten zahlreiche Optionen, was besonders bei betrieblichen Unregelmäßigkeiten Gold wert ist. Südmainisch, von Frankfurt kommend, besteht im Bahnhofsteil Mainbrücke die Möglichkeit zur Fahrt geradeaus auf die Nordseite oder rechts ab zur Südseite. Sollte ein Zug in Richtung Fulda versehentlich auf der Südseite landen, ist das kein Beinbruch, weil von Gleis 101, 103 und 104 zum Rauschwald und weiter nach Wolfgang zurück auf den Regelweg gefahren werden kann. Züge in Richtung Aschaffenburg haben hingegen ein Problem, wenn sie sich auf der Nordseite wiederfinden, weil sie von hier allenfalls noch nach Rauschwald gelangen können. Und auch das bloß mit besonderem Auftrag, da zwar eine Weichenverbindung existiert, jedoch keine entsprechende Fahrstraße eingerichtet ist. Diese soll bei Anbindung der Südseite ans ERSTW realisiert werden, weshalb an den östlichen Ausfahrsignalen seit über einem Vierteljahrhundert ungenutzte Richtungsanzeiger kleben. Für nordmainisch zulaufende Züge gilt das Gesagte analog. Ihr Schicksal entscheidet sich in Hanau-West. Entweder geht es schnurstracks zur Süd oder links ab zur Nordseite. Letzteres wiederum kann auf zwei Wegen erfolgen. Über die 1965 eröffnete neue Verbindung oder die durch eine Schrebergartenkolonie führende alte Verbindung. Eisenbahner umgangssprachlich durch die Gärten. Die alte Verbindung, hier links in Blickrichtung Frankfurt, war vor dem Bau der neuen Verbindung zweigleisig. Seitdem ist sie nur noch in der Richtung Hanau-West-Hanau-Nordseite signalmäßig befahrbar. Dieser Bereich gelangte im März 1993 in die Schlagzeilen, als der Großteil eines von Frankfurt kommenden ICE bei einer Fahrt auf Ersatzsignal bereits zur Nordseite abgebogen war, während es ein Drehgestell des letzten Wagens und den hinteren Triebkopf wegen unzeitiger Weichenbedienung in Richtung Südseite zog. Die Disposition zwischen Hanau und Frankfurt Süd wird durch das Umleiten unter erleichterten Bedingungen vereinfacht, sodass die Fahrpläne der hier zu beobachtenden Züge Angaben zu beiden Strecken enthalten. Zwar rauschen fast alle ICE planmäßig südmainisch über Offenbach, sie können jedoch mit geringem Zeitverlust jederzeit nordmainisch über Frankfurt Ost ausweichen. Ost oder Offenbach ist also die Frage, die sich für die Regionalzüge allerdings eher selten stellt, weil diese ja auch den einen oder anderen Zwischenhalt bedienen wollen. Sofern alles halbwegs planmäßig läuft, verkehren über Offenbach täglich rund 300, über Frankfurt Ost etwa 200, auf der S-Bahn gut 130 Züge. Nachdem die Karten in Hanau noch einmal neu gemischt wurden, nutzen 320 die Kinzigtalbahn, 180 fahren nach oder kommen von Aschaffenburg. Ein paar HLBs enden, die Vias verabschiedet sich gen Babenhausen. Güterzüge rollen in durchaus nennenswerter Menge und mehrheitlich über Frankfurt Ost. Sie sind hier jedoch gar nicht so gern gesehen, weil man sie möglichst aus dem beschaulichen Städtchen im Herzen Europas namens Frankfurt heraushalten möchte. Etwa 100 von ihnen fahren daher von Friedberg oder Fulda kommend über Rauschwald nach Großkrotzenburg gen Aschaffenburg, um entweder den Spessart zu erklimmen oder sich über den sogenannten Ho Chi Minh-Pfad via Dieburg und Darmstadt-Kranichstein durch den Süden des Rhein-Main-Gebiets zu schlängeln. Das waren nun sehr viele Informationen über Hanau Hauptbahnhof. Jetzt schauen wir uns noch ein wenig in der Umgebung um. Starten wir zunächst in Richtung Frankfurt, wo Fern- und S-Bahn parallel auf zwei rund 240 Meter langen Brücken über den Main führen, an dessen Westufer der Haltepunkt Steinheim liegt. Bis zum S-Bahnbau war Steinheim betrieblich ein Bahnhof, auf dem 1952 das deutschlandweit erste Relaisstellwerk der später weit verbreiteten Bauform DRS2 in Betrieb ging. Bedient wurden von dort auch jene Weichen, die heute den Hanauer Bahnhofsteil Mainbrücke bilden, damals jedoch innerhalb des Bahnhofs Steinheim lagen. Mittelfristig ist geplant, Steinheim als Kreuzungsbahnhof auf der zwischen Hanau und Mülheim-Dietesheim nur eingleisigen S-Bahn-Strecke wieder auferstehen zu lassen, die insbesondere während des Viertelstundentakts ein Nadelöhr darstellt. Im weiteren Verlauf unterquert das S-Bahn-Gleis die Fernbahn und verläuft fortan südlich derselben. Frage des Tages: Warum prangt auf der Dietesheimer Bahnsteiguhr ein Bundesbahnkeks,
obwohl diese Strecke erst 1995 in Betrieb ging. Der ehemalige Bahnhof Mülheim ist auf der S-Bahn heute eine Kombination aus Haltepunkt und Überleitstelle. Auf der Fernbahn lebt er in Form eines weichen Trapezes als Überleitstelle Mülheim Ost weiter. Während die S-Bahn hinter Offenbach Ost in den City-Tunnel abtaucht, verläuft die Fernbahn oberirdisch über Offenbach Güterbahnhof und Hauptbahnhof. Beide Betriebsstellen hängen seit 2012 am ESTW Hanau. Abgesehen von der Signaltechnik wirkt der Bahnhof aus der Zeit gefallen und könnte eine Renovierung gebrauchen, womit er sich als Kandidat für ein Bahnhofsporträt auf diesem Kanal regelrecht aufdrängt. Auf der nordmainischen Strecke haben wir bereits Bekanntschaft mit Hanau West gemacht. Angesichts seiner 1970er-Jahre-Architektur erinnert nichts mehr daran, dass dies einmal der Quasi-Hauptbahnhof von Hanau war. Es folgt der Haltepunkt Wilhelmsbad, dessen Empfangsgebäude vor der ESTW in Betriebnahme eine Blockstelle beherbergte. Der benachbarte Bahnübergang in der Burgallee schaffte es 1999 sogar in die Bild-Zeitung, nachdem sich der Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen auf ihn festgefahren und die sich schließende Schranke aufs Dach bekommen hatte. Das Boulevardblatt zitiert den Co-Trainer Roland Koch mit den Worten: "Sofort raus! Wollt ihr alle sterben?" Es handelt sich dabei übrigens nicht um den gleichnamigen CDU-Politiker, der zum Zeitpunkt dieses dramatischen Ereignisses Ministerpräsident von Hessen war. Allerdings weiß vermutlich weder der eine noch der andere Roland Koch, dass bei einem querstehenden Bus keine Freimeldung des BÜ erfolgen und somit keines der deckenden Hauptsignale in Fahrtstellung gelangen kann. Hinter Wilhelmsbad entziehen wir uns dem Einfluss der Hanauer Fahrdienstleiter und der Stadtväter. Denn die nächste Betriebsstelle ist Maintal Ost, ferngestellt aus Frankfurt-Main-Chur und früher bekannt als Hochstadt Dörnigheim. In den kommenden Jahren stehen hier große Veränderungen ins Haus, denn nach jahrzehntelangen Diskussionen läuft der Bau der sagenumwobenen nordmainischen S-Bahn an. Das zusätzliche Gleispaar soll 2030 in Betrieb gehen. Ebenfalls als Ergebnis langwieriger Planungen entsteht eine Straßenunterführung als Ersatz für den Bahnübergang in der Frankfurter Landstraße zwischen Hanau West und Wilhelmsbad. Orientieren wir uns gen Osten und werfen einen Blick auf die Aschaffenburger Schiene. Nur 2 Kilometer hinter den Ausfahrsignalen von Hanau Südseite empfängt uns der Haltepunkt mit Blockstelle Großauheim. Der Fahrdienstleiter hat ein Hauptsignal in Richtung Hanau und 2 gen Aschaffenburg unter seinen Fittichen. Unter anderem ein mittels Winde bedientes Lichtsignal, was im Bundesbahnland überaus selten ist. Nebenbei sichert er 3 Bahnübergänge und den höhengleichen Zugang zum Zwischenbahnsteig. Nächste Betriebsstelle ist Groß-Krotzenburg, wo die Verbindungskurve aus Richtung Rauschwald einmündet. Krotzeburg ist regelmäßig das Ziel von Kohlezügen zur Versorgung des Kraftwerks Staudinger, das spätestens 2025 stillgelegt werden soll. In Sichtweite der Bahnsteige geht es dann über die hessisch-bayerische Landesgrenze, sodass Zugreisende ihre OP gegen eine FFP2-Maske tauschen müssen. Wo ich gerade von Großauheim sprach, gönnen wir uns noch einen Blick nach Kleinauheim, das sich im Gegensatz zu seinem großen Bruder auf der anderen Mainseite nicht in einem Wort, sondern mit Bindestrich schreibt. Beide sind durch die Auheimer Brücke miteinander verbunden, deren östlicher Teil bis 1982 auch von Kraftfahrzeugen genutzt werden durfte. An besagter Brücke prangt eines dieser fehlerhaften Schilder, die im Großraum Frankfurt weit verbreitet sind. Kleinauheim ist Haltepunkt auf der Strecke nach Babenhausen und liegt unmittelbar vor dem Einfahrvorsignal von Hanau Südseite. Nächster Bahnhof in Richtung Odenwald ist Hainburg-Heinstadt, das seit 2008 über ein von Wiebelsbach gesteuertes ESTW verfügt. Kehren wir zurück nach Hanau und schauen kurz auf die Friedberger Strecke. Diese führt zunächst am ehemaligen Bahnbetriebswerk vorbei, in dem der Museumseisenbahnverein sein Domizil hat. Am Rauschwald stößt die Strecke von Großkrotzenburg hinzu. Das Stellwerk von 1919 zählt zur Originalausstattung der aus 4 Weichen und 2 Kreuzen bestehenden Abzweigstelle. Nach Überquerung der Kinzigtalbahn erreichen wir Hanau Nord, eine unspektakuläre Vorstadtstation mit einem im Empfangsgebäude untergebrachten Spurplanstellwerk. Was heute kaum noch jemand weiß, bis weit ins neue Jahrtausend herrschte auf dieser zweigleisigen elektrifizierten Hauptbahn von Samstagnachmittag bis Montagfrüh Betriebsruhe.
Reisezüge gab es in dieser Zeit nicht und verspätete Güterzüge mussten umgeleitet werden. Biegen wir am Rauschwald nicht links nach Friedberg ab, sondern halten uns rechts, gelangen wir nach Wolfgang und fädeln in die von Hanau Nordseite kommenden Gleise ein. Hier der Blick gen Süden. Links geht's in den Wald, wie die Eisenbahner sagen. Der Regionalzug fährt zur Nordseite. Die Lok im Hintergrund kommt von Hanau Nord. Aufgrund des geringen Gefahrpunktabstands zwischen dem Blocksignal B und den Weichen am Rauschwald kann die Ausfahrt in Wolfgang übrigens nur gezogen werden, wenn besagtes Blocksignal einen Fahrtbegriff zeigt. Wolfgang hatte bis 1990 zwei mechanische Stellwerke, die einem SPDRL-60 wichen, dessen Steuerung das Hanauer ESTW 2008 übernahm. Die Strecke in Richtung Fulda ist seit 1993 auf 15 Kilometern bis Heila-Meerholz dreigleisig nutzbar und für Tempo 200 zugelassen. In naher Zukunft läuft der viergleisige Ausbau zwischen Hanau und Gelnhausen an. Nördlich anschließend soll eine Neubaustrecke die Verbindung zur Rennbahn Würzburg-Fulda herstellen und den kurvigen Verlauf durchs Kinzigtal vom Fernverkehr befreien. Tja, und damit bin ich am Ende. Es war mir ein Vergnügen, mich einmal in ungewohnten Gefilden herumzutreiben und viel Neues zu entdecken. Mein besonderer Dank gilt dem Quizgewinner Fabian, der sich nicht auf seinen Siegerlorbeeren ausgeruht, sondern mich mit Hintergrundinformationen versorgt und bei meinem Recherchebesuch mobilitätstechnisch unterstützt hat. Da ich während meines einwöchigen Aufenthalts in der Gegend auch im erweiterten Hanauer Umkreis unterwegs war, gibt es noch einiges an Bild- und Filmmaterial, das ich euch bei Gelegenheit kredenzen werde. Für heute reicht es. Danke fürs Zusehen und bis die Tage.